Spiel fast seinen Coach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch geschlagen. Wurde hinter Silvan Vicky Zweiter. Annie Kälin, erster Versuch. Das sollte über 6 Meter gewesen sein. Annik Kälin, die natürlich sehr weit springen kann. 6 Meter oder über 6 Meter 70, wenn ich mich richtig erinnere, war ihr bestes Resultat im vergangenen Jahr bei der EM in München. Jetzt mit 6,52 Meter, also diese Perspektive, die täuscht. Mit 6,52 ist sie eingestiegen und jetzt wird es natürlich sehr spannend. Es gibt so kein Feedback. Darum ist es, sei es ein bisschen schwierig zu springen. Ja, die beiden Anlagen, die wir kennen in der Schweiz, die sind ein bisschen tricky. Einerseits diese hier in St. Gallen, andererseits springt man in Mattlingen gegen die Wand. Das ist auch nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache. Ja. Das ist dann mehr ein psychologisches Ding als ein wirklich physikalisches. Annik Kälin, die ihren zweiten Versuch jetzt absolviert hat. Ich hoffe, wir können hier das Ganze noch mitnehmen. Und 6,16 Meter, deutlich weniger weit als der erste. Ja, hinten sehen wir noch Guillaume Laurent, der fotografiert. Der wird dann morgen über die 1500 Meter im Einsatz stehen. Bei ihren Vorbereitungen. Und Angelika macht sich ebenfalls bereit. Also, da läuft einiges in der Halle hier. Angelika Moser mit ihrem ersten Versuch und knapp gescheitert. Ja, der Sprung ist sehr gut gewesen. Es sieht nicht so aus, weil sie halt in die Latte reingeschossen ist, aber das heisst, sie hat wirklich viel Druck gegeben und sie muss jetzt einfach den nächsten Stab nehmen und dann ist sie drüber. Also sie hat jetzt einen weicheren Stab genommen, um zu beginnen? Genau. Und sie ist eine, die, wenn es darauf ankommt, dann kann sie nochmal so ein bisschen extra geben. Und das wird ihr halt manchmal zum Verhältnis, dass sie eben zum Beispiel im dritten Versuch, dann wird der Stab schnell mal zu weich oder jetzt eben beim Anfangen.